Hallo Leute, Louis hier wieder für euch. Und zwar habe ich heute einen Duft, Leute. Ich habe nur einen kleinen Sample, aber dieser Sample, stellt euch mal vor, was für ein kleiner Biest das ist. Selbst wenn ich den jetzt jeden Tag auftragen würde, seht ihr hier, ich habe knapp 3 Milli. Ja, selbst wenn diese 3 Milli würden locker für 2 Wochen halten, denn hier reichen wirklich 2, maximal 3 Sprüher. Okay, und für mich ist das genug. Bei meiner Riesensammlung ist das echt genug. Denn ich will nicht respektlos auch gegenüber den Flakons sein, definitiv. Einfach nur etwas zu Hause rumstehen zu haben, was man nicht nutzt, ist echt schade. Sowas macht man nicht, finde ich persönlich. Dann sucht man sich lieber die Flakons, die man am liebsten hat, ja, und die kann man behalten. Und von denjenigen, die man auch mag, kann man sich auch so wie ich so kleine Abfüllungen holen. Da macht man definitiv halt auch nicht unnötig Geld kaputt oder so. Ja, ist alles schön und gut, aber wie gesagt, klar kann man auch 1000 Parfüms haben. Ich habe auch 1000 Parfüms in meiner Kollektion, aber meine 1000 Parfüms sind nicht 1000 Flakons. Ich habe insgesamt über 1200, wenn ihr das genau wissen wollt. Ja, und ich habe aber nicht 1200 Flakons. Das ist schade und Quatsch in meinen Augen. Das, was ich liebe, das habe ich als Flakon, definitiv. Ja, aber man kann auch, selbst wenn man Parfüm-Freak ist wie ich, du kannst nicht jeden Duft haben in deiner Kollektion. Das funktioniert nicht. Es gibt ja über hunderttausende Parfüms, ja, auf der Welt. Und selbst dann erreichst du niemals, dass du alle Parfüms hast. Definitiv nicht. Und wer meint, dass er es mag, es ist jeden seins. Ja, bei mir ist es so, ich holt mir immer nur meine Auserlesenen. Leute, testet diesen Duft. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gequatscht. Weltklasse, Leute. Ich rede vom 1821 Man-Made Sweet Tobacco Spirits. Ein Freund von mir hat mir gesagt, Louis, der ähnelt ein bisschen den Tobacco Vanille von Tom Ford. Ich habe den gesagt, nein, 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 nein. Kann sein, dass du da etwas wahrnimmst, was Tobacco Vanille auch drin hat, ja. Aber die DNA hier, die ähnelt eher dem Kilian Back to Black Aphrodisiac, okay? Das sind High-Quality-Ingredienzen hier, was dieser Duft hier anbietet, Leute. Ja, Weltklasse, ich glaube 100 Milli, 90 Euro, auch super bezahlbar, ja. So ein kleiner Nischenduft kann man sagen, der ist nicht überall zu finden, mit Sicherheit nicht in Parfümerien oder sonst irgendwo, dann müsste man spezial irgendwo finden, ja, im Internet oder so. Circa 90 Euro habe ich ihn gesehen, das ist ein guter Deal, ist für besondere Anlässe dieser Duft, ist ein eleganter Duft, ein Abendduft, ein Winterduft, ein Herbstduft. Tragt ihn nicht im Sommer. Ja, denn im Sommer kann sein, der drückt euch ein bisschen nach hinten. Ja, also ein bisschen, der ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Passt auf. Ja, vor allem hier, Leute, die Ingredienzen. Boah, da sind so viele spezielle Ingredienzen drin. Die sind Weltklasse. Hier ist Zitrone, Safran. Hier ist Wein, Leute, Wein, Pflaume. Hier ist Honig, Tabak, Vanille, Patchouli und Moschus in so einer feinen Art zusammengemischelt, Leute. Testet ihn, Weltklasse. Gebt mir Bescheid, was ihr davon haltet. Nur, dass ihr so ungefähr einen kleinen Richtwert habt, wo es lang geht. Hier geht es Richtung Back to Black Aphrodisiac oder zum Beispiel Richtung Terry Magler, okay, den Amen Havane Pure oder halt vielleicht den Tobacco Vanille. Nur die Richtung, das ist ein eigenständiger Duft, ein herrlicher Duft. Testet ihn. Ciao Belli, bis nächstes Mal.